Willkommen zu den Swiss Digital Days 2021. Live bei euch daheim, bei euch im Büro oder wo auch immer ihr gerade steckt. Herzlich willkommen aus der Stadt Biel. Bienvenue à Lausanne. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Wallis. Live in Zermatt. Aus dem Kanton Solothurn. Basel. Zürich. Verdutz. Willkommen am Digitaltag. Sehr geehrte Damen und Herren, die Organisatorinnen und Organisatoren des Schweizer Digitaltags stellen eine wichtige Frage. Und die Frage ist, was wünschst du dir oder respektive was wünschen wir uns von der digitalen Zukunft? Digitalisierung bringt schon jetzt viele Vorteile mit sich. Jede und jeder von uns kann dazu beitragen, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Digitalisierung bringt enorme Vorteile. Digitalisierung ist nur Mittel zum Zweck. Das eine ist digital konsumieren. Das machen Kinder schon ziemlich viel. Und das andere, es geht um aktiv programmieren, aktiv codieren, produzieren. Eben, das Programmieren. Wir haben jetzt gerade einen Female Hackathon in der Schweiz, wo 200 Frauen zusammengekommen sind und Lösungen entwickelt haben. Und diese Skills, diese Fähigkeiten brauchen wir in der Schweiz. Technologie, die hat die Macht, die Welt zu verändern. Jeden Tag, egal was wir tun, sind wir mit Technologie eigentlich in Kontakt. Dass man Technik hilft, mit älteren Generationen bieten kann, um denen das nachzubringen. Dass man wirklich wegkommt von «es macht mir Angst», sondern dass man sieht, was ist der Nutzen. Digital technologies are tools. And tools never replace people who are using them. The miracle is the combination between excellent tools and extremely competent people. Wir glauben ganz fest daran, dass das absolut kombinierbar ist. Viele Unternehmen hätten gar nicht arbeiten können in den letzten zwei Jahren ohne diese Technologie. Digitalisierung verändert uns als Menschen. Wo trifft man sich in Zukunft? Wie tun wir miteinander kommunizieren? Beispielsweise auch in Kombination, wie wir es jetzt heute hier erlebt haben. Bürgerinnen und Bürger verlagern sich weg von Schalter hin im digitalen Raum. Wenn du als Unternehmen willst, eine junge Zielgruppe erreichen, kommst du gar nicht mehr um TikTok herum. TikTok ist fast die aufstrebendste Social-Media-Plattform, die wir momentan haben. Das heisst, wir müssen Menschen ausbilden, wir müssen Menschen weiterbilden. Investieren in Zukunft heisst investieren in Kinder. Wenn man jung ist, kann man es halt schon schneller aufnehmen. Früh anzufangen, dann am Schluss des Tages, das zahlt sich aus. Es ist die Zusammenarbeit, die wir etablieren und verbessern müssen, die jeder beitragen muss. Es hängt von jeder und jedem von uns ab, wie unser Leben von morgen aussehen wird.